Denkst du, du hast es schwerer oder die Tiere haben es schwerer? Die Tiere. Die militante Veganerin, falls Sie die kennen, ich finde es eigentlich echt gut. Eigentlich gibt es keine Ausrede für das Ganze, das stimmt. Das ist eigentlich schon, wenn man so sagen kann, scheiße. Okay, habt ihr so Videos schon mal gesehen, die wir zeigen? Ja. Ja, und was denkst du darüber? Ja, schon die Wahrheit. Ist die Wahrheit. Findest du es gut? Dass die Tiere ausgebeutet werden? Nein, auf jeden Fall nicht. Okay, und du? Der Grundgedanke ist schon gut dahinter. Ja, das sagen natürlich die meisten Menschen. Nein, dass viele Menschen halt dagegen sind oder halt aus Prinzip dagegen sind. Aber ich weiß halt nicht, ob das jemals sich ändern wird, oder? Leider. Also ich sehe oft auch so Videos auf TikTok. Es gibt ja auch die militante Veganerin, falls Sie die kennen. Ich finde es eigentlich echt gut. Ich finde es immer erschreckend, wie die Leute, es gibt ja viele Videos, wo die Leute sehr negativ dagegen eingestellt sind und wirklich dagegen, sogar fast kämpfen oder einfach streiten mit den Menschen. Wie seid ihr denn eingestellt? Also ich kann es auf jeden Fall verstehen. Ich bin leider nicht vegan, muss ich sagen. Was hindert dich? Die Umsetzung im alltäglichen Leben. Ich habe es tatsächlich mal einen Monat lang gemacht und irgendwie, es ist schwer, also klar, es ist, man kann es als Ausrede sehen, aber es ist wirklich manchmal schwer, es im Alltag jeden Tag umzusetzen, also einkaufen gehen. Ich finde es für mich schwer, ich komme aus dem Dorf, da irgendwie mal kurz zum Bäcker zu springen, was Veganes zu finden, ist eine Fehlerzeige, sogar die Brezel ist manchmal nicht vegan. Da muss man halt wirklich dahinter stehen und es auch richtig vertreten und auch was dafür tun. Das ist halt, warum hast du es denn probiert? Wegen den Tieren tatsächlich. Denkst du, du hast es schwerer oder die Tiere haben es schwerer? Die Tiere, definitiv. Ich weiß auf jeden Fall, dass es also nicht richtig ist. Es ist einfach nur die Einfachheit. Ich denke mal, du hast auch einen Supermarkt wie die gängigen Supermarktketten, die es irgendwie gibt, habt ihr wahrscheinlich auch. Also mittlerweile in jedem Supermarkt findet man doch eigentlich Alternativen. Ja, auf jeden Fall im Supermarkt. Also, das stimmt. Und eigentlich gibt es keine Ausrede für das Ganze. Das stimmt. Das ist eigentlich schon, wenn man so sagen kann, scheiße. Man muss es leider so sagen. Und ich finde es sehr toll, dass du das erkennst und dass du dir das auch eingestehst. Ja, und deswegen habe ich gefragt, warum du es gemacht hast. Ja, manche probieren es ja auch nur, weil es halt irgendwie mal so ein Lifestyle oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Deswegen, die Motivation sollte schon die richtige sein, die dahinter ist. Und ich weiß nicht, vielleicht musst du noch ein bisschen mehr verstehen, dass es wirklich um Tierrechte geht. Ja? Und dass wir im Prinzip einfach eine Erweiterung der elementaren Menschenrechte auf die Tiere übertragen. Was würdest du denn sagen, ist so ein Menschenrecht für dich, was jeder haben sollte? Dass man leben darf. Richtig, körperliche Unversehrtheit und ein Recht auf dein Leben. Es ist dein Körper und es ist dein Leben. Und das haben ja auch die Tiere. Ja? Also es ist der ihren Körper und es ist ihr Leben. Und da sie halt auch Schmerzen empfinden können, wie wir auch. Ne? Sie haben ein zentrales Nervensystem, wollen nicht ins Schlachthaus gehen. Ja? Sie werden da reingetreten, gescheucht, mit Elektroschock angetrieben. Also die gehen da nicht freiwillig hin. Und das sollte eigentlich schon allein der Grund sollte genug sein, zu sagen, die Tiere haben diese Rechte auch verdient. Und wenn ich es nicht mit Menschen machen würde, dann auch nicht mit Tieren, genau. Das ist nicht. Ich meine, sie haben gar keine Möglichkeit, überhaupt ihre Gedanken mit uns zu teilen. Richtig, die können nicht reden, ja. Sie können schreien, klar, aber das hört man nicht, weil es in der verschlossenen Mauern passiert. Ja. Wir könnten uns wehren, indem wir uns wenigstens noch artikulieren, aber das können die Tiere nicht. Ja, aber deswegen stehen wir halt hier und reden. Ja, ich finde das echt gut, was ihr macht. Ich vertrete das eigentlich auch total. Wenn Sie meinen Freund fragen würden, wie oft ich sage, oh nein, die armen Tiere, aber man greift dann doch zurück und das ist das Falsche. Aber dann hast du dir so eine Dokumentation schon mal in voller Länge angeschaut? Ja, welche hast du dir angeschaut? Länge nicht, auf Netflix gab es mal eine Dokumentation über das Ganze, die mich eigentlich damals auch dazu so gebracht hat. Okay, wie hieß die? Weißt du das noch? Nee, leider nicht. Müsste ich mal schauen. Nach der Dokumentation damals tatsächlich, war ich halt diesen Monat dann Veganer. Aber Dominion hast du noch nicht angeschaut. Nee. Mach das mal. Wie heißt das? Dominion. Ich kann dir die Karte mitgeben, dann kannst du das scannen, da findest du die. Ist das Netflix oder YouTube? Nee, YouTube, genau. Kannst du einfach so angucken. Okay, nee. Also wie gesagt, kannst du direkt mal machen, dann kann ich es dir auch zeigen. Ich denke, viele Menschen haben es halt auch einfach schwer, diesen Absprung zu machen und es dann wirklich dann halt auch dann. Genau, wenn du hier, da siehst du schon, ne, Dominion, mach mal das zu. Hier, ne, kannst du angucken, kostet dich nichts. Und
der geht durch die ganzen Tierindustrien, also Milch, Fleischindustrie, Wolle auch, andere Industrien, wo wir Tiere ausbeuten. Und vielleicht, denke ich, musst du dich einfach nochmal aktiv damit beschäftigen und nochmal richtig in die Industrie reingehen, sehen, was für was du bezahlst und was dahinter steckt und einfach die Augen von den Tieren auch sehen. Ja. Und das ist halt das Problem, wenn man in den Supermarkt geht und das abgepackte Produkt kauft, man hat halt nicht mehr die Connection zu dem Tier. Ne? Und die brauchst du aber. Und dafür muss man sich das vielleicht nochmal anschauen. Und um dann immer zu wissen, wenn ich das kaufe, sich daran zurückzuerinnern und zu denken, okay, das steckt dahinter. Ja. Was ich mich auch öfter mal gefragt habe, es ist ja wahrscheinlich veganer, bei denen ich bin, wie ist das, weil ich, also mit dem habe ich jetzt nicht so viel... so viel Kontakt. Also leben Sie vegan oder essen Sie vegan? Also ist das schlimm, wenn man nicht vegan lebt? Also viele sagen ja auch immer, sie möchten auch alles, also von Klamotten hin bis zum Ende, also das alles. Genau, also Veganismus ist tatsächlich eine Lebenseinstellung, ja. Also wenn du das nur auf die Ernährung beziehst, dann musst du sagen, du bist plant-based. Ja? Also du isst pflanzenbasiert. Ja. Veganismus bedeutet, dass du Tierrechte in jedem Kontext akzeptierst. Ja? Das heißt, auch nicht in Zoos gehst zum Beispiel. Auch da werden ja Tiere ihr Leben lang auf engstem Raum gefangen gehalten. Das ist eine Qual, ja? Das ist furchtbar. Also stell dir mal vor, du würdest ein Leben lang in deinem Zimmer verbringen müssen und dann hast du noch 1000 Leute, die dich jeden Tag angaffen. Delfinarien, sowas, Wolle, Leder, ja, genau, Kosmetik, das gehört alles dazu zu Veganismus, ja, weil man eben sagt, okay, ich akzeptiere Tierrechte, ich informiere mich, wo steckt die Tierausbeutung, und das kann man natürlich nicht alles von heute auf nachher begreifen, wo das überall drin steckt, aber wenn du mal sagst, okay, ich möchte das nicht mehr, dann hast du ja die Chance nach und nach, also ich habe mit der Ernährung natürlich sofort umgestellt, das kann jeder, ja. Weil man kauft das Produkt bewusst, man sieht, was es ist, also da kann ich mich entscheiden, mache ich das oder mache ich das nicht. Ja? Aber es gibt so Bereiche, wo man vorher noch nie drüber nachgedacht hat, zum Beispiel Toilettenpapier. Es gibt tatsächlich Toilettenpapier, das ist nicht vegan, aber es gibt auch veganes Toilettenpapier, kannst du im DM kaufen. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du die Marke Danke. Ja, ist vegan. Ist vegan. Genau, aber deswegen meine ich, wenn du dich nicht bewusst damit beschäftigst, dann weißt du das halt nicht. Aber das erwartet auch keiner von dir, ja, dass du jetzt sofort alle Produkte kennst und weißt. Ja. Dafür verurteile ich auch keine. Aber zumindest den Willen haben zu sagen, okay, Ernährung stoppe ich sofort und alles andere, auch Leder ist einfach. Ja, das ist so. Ja, Wolle ist einfach, heutzutage die meisten Sachen sind eh schon synthetisch oder sowas, ja, aber worüber sich auch viele keine Gedanken machen, Kissen und sowas, ja, da stecken Daunenfedern drin, da werden die Tiere lebendig gerupft, ja, immer wieder und immer wieder, das siehst du übrigens auch in dem Film, das ist Horror, ja, die nimmt man zwischen die Beine und stell dir mal vor, ich würde dir bei lebendigem Leibe anfangen, alle Haare rauszureißen, ja. Und dann wächst es nach, das verkrustet bei dir ja auch. Ja? Man kennt es ja vielleicht, wenn man sich rasiert und dann wächst man vielleicht ein Haar und drunter und ist bei denen ja noch, die Federn sind ja so übel dick. Ja, und dann wächst es komplett nach und dann werden die wieder gerupft. Ja? Und sowas halt. Ja? Und das kann man nach und nach aber nicht mehr neu kaufen. Da geht es nicht darum, dass du heimgehst und alles, was du noch hast, irgendwie in den Müll schmeißt, ja? Weil es ist schon passiert. Aber du kannst zumindest dafür sorgen, dass du bei der neuen Kaufentscheidung darauf achtest, sind da jetzt Daunen drin oder ist das ein Synthetikkopfkissen? Ja? Und darum geht es. Ja? Oder auch bei Schminke, die du jetzt noch hast, oder Lederprodukte. Aber ich denke, der Grundgedanke sollte halt einfach da sein, zu sagen, ich achte einfach in Zukunft in diesen Bereichen da drauf. Ja? Und dann bist du vegan. Ich finde es richtig gut, was ihr hier macht. Doch. Ja, es bleiben auch sehr viele Menschen immer stehen. Wir haben Menschen, die werden instantly vegan, direkt hier. Manche schreiben danach, nachdem es noch ein bisschen nachgewirkt hat und sagen, hey, ist super, ich bin jetzt vegan, kann ich bei euch mitmachen? Ja. Also es tut sich was in der Gesellschaft und du kannst ein Teil davon sein. Dankeschön. Doch, also danke, was hindert dich jetzt? Ja, nichts eigentlich. Genau, dann mach's einfach, weil du musst dir einfach überlegen, auf wie viele Tiere sollen ab jetzt halt für dich noch sterben? Ja, null oder noch ein paar oder viele oder... Eigentlich keine. Genau, eigentlich keine. Und dann setzt es einfach. Werden, genau, und dann setzt es einfach in die Tat um. Bei jeder neuen Entscheidung, ja,
weiß nicht, was, da habt ihr wahrscheinlich Matcha, einen super Smoothie gekauft, der vegan ist. Da hast du Kaka, schätze ich mal, da, oder ist da Milch? Also auf jeden Fall bei dem Matcha-Tee, weiß ich auf jeden Fall. Aber ja, tatsächlich Milch, doch. Ja, siehst du. Genau, und da kannst du dich, da musst du einfach jetzt anfangen und sagen, okay, bei meiner nächsten Kaufentscheidung achte ich drauf, kaufe ich das andere oder kaufe es nicht, kaufe was anderes. Bei der nächsten wieder, und auch wenn es schwer ist, auch wenn du zum Bäcker gehst und die haben keine vegane Brezel, dann musst du halt ein veganes Brötchen kaufen. Ja. Oder ein veganes Brot. Also du findest, wenn du willst, immer was. Eigentlich schon, ja. Und klar, es ist ein Verzicht, ja. Viele sagen immer, Veganismus ist kein Verzicht oder so. Es ist in gewisser Weise, in der heutigen Gesellschaft ist es ein Verzicht, weil es schwerer ist, ja? Weil man sich umorientieren muss, weil man manchmal vielleicht die Sachen nicht kaufen kann, obwohl man sie gerne haben möchte, aber man muss sich halt immer wieder bewusst machen, was ist das? Ja, lohnt sich dafür, oder? Genau, und dann sagen, nee, will ich nicht. Und dann macht man es gerne. Und an den Punkt musst du halt kommen. Ja, ich weiß. Also wie gesagt, der eine Monat, wo ich dann wirklich vegan war, die Zeit, ich habe es voll vertreten. Ich habe es verstanden. Und danach, also es ist nicht so, dass man von heute auf morgen dann, man sich denkt, ja, egal, man hat es immer halt, du rutschst halt in deine alte Gewohnheit. Genau, Gewohnheit. Du verdrängst es halt wieder ein bisschen und das darfst du nicht machen. Du darfst es nicht verdrängen. Du musst dich weiter damit beschäftigen. Ja. Stimmt. Und ich weiß, es kann schwer sein, auch mit dem Umfeld, wenn dann vielleicht ist dein Freund oder wenn dein Freund dann vielleicht halt nicht vegan ist, ja, und du aber das für dich entscheidest, musst du erstmal anders handeln. Du kannst natürlich ihn versuchen, nach und nach ihn dazu zu überzeugen, ein Vorbild zu sein, ja, und hoffen, dass er es auch irgendwann kapiert in seiner Birne, deine Handlung zählt. Und da musst du dich einfach für einsetzen und einfach immer wieder bewusst machen, die Tiere haben so viel schwerer. Auf jeden Fall, ja. So viel halt schwerer. Dahinter stehen und dann und auch. Wenn du dein Leben nicht hergeben möchtest, weil dich jemand essen will oder deine Haut tragen will. Ne? Vorher lief da so ein Typ vorbei, der hatte hier diese Frettchen oder sowas, also wirklich komplett mit Kopf und Füßen und alles und hatte die so um die Schultern gelegt, ne? Also wirklich echt. Ich dachte, ich kriege einen Vogel, ne? Also so Tierleichen und sein Hals. Das verstehe ich auch nicht. Aber vielen Dank fürs Gespräch. Genau, Karte hast du. Genau, die habe ich. Danke. Also von jetzt an? Vegan. Vegan. Vegan, ja. Super. Ja. Du auch, Schwarz Schmidt? Ich versuche mal. Mir fällt es natürlich leichter, wenn du mitmachst. Ja, okay. Also, das ist klar. Dann hat sie einfach die Unterstützung. Und dir, du hast auch eine Unterstützung, wenn du es mit ihr zusammen machst. Ja? Aber lass dich deswegen nicht beirren, auch falls er wieder davon abfallen sollte. Zieh dein Ding durch und steh für deine Moral ein, weil letztendlich ist es eine moralische Handlung. Okay? Definitiv, ja. Und wir sollten nichts gegen unsere Moral handeln, weil wir es in keinem anderen Kontext tun. Ja? Wir sagen auch nicht, wenn wir sagen, Kinder schlagen ist okay, dann ist nicht okay, sagen wir auch nicht, ja, einmal die Woche ist es okay. Ja. Ja? Das stimmt. Wenn Frauen vergewaltigt werden, ja, sagen wir, es ist nicht okay, auch nicht einmal im Monat. Ja. Ja, und Tiere töten ist nicht okay, auch nicht einmal im Monat. Ja, das stimmt. Okay. Vielen Dank fürs Gespräch. Schönen Tag. Vegan für die Tiere und du schaffst es. Danke. Okay, super. Vielen Dank. Und du auch. Ciao. Mein Herz. Ich habe Gänsehaut. Seht ihr es? Gänsehaut. Ich freue mich.